Halt, hier ist Schluss mit lustig. Solche Plakate will die Verwaltung im beschaulichen Achstetten nicht sehen. Die gallischen Dörfer gibt's überall und hier ist es Achstetten. Da hat der Gemeinderat beschlossen, dass in der Gemeindehalle kein Ficken verkauft werden darf. Für uns ist das eigentlich auch nicht wichtig, weil Achstetten ist ja nicht die Welt. Und wenn die Welt retten wollen, dürfen sie das gerne machen. Aber nicht nur in Achstetten, auch in einer Kneipe in Berlin ist die Werbung für den Partyschnapsficken zum Teil verboten. Ich habe mit dem Ordnungsamt nicht gesprochen, nicht mit dem Gastronomen, aber die Berliner Morgenpost hat halt gemeint, dass er das abhängen muss aus dem unter 18er Bereich. Im Raucherbereich darf er es aufhängen, weil da Leute über 18 sind. Das war im Ordnungsamt, glaube ich, einfach zu nah an den jungen Menschen. Aber sind die Plakate denn wirklich so schlimm? Unsere Plakate sind nicht einrüchig. Das ist der Bronco, der Bernd Bochtler und die Rosi, das bin ich. Also müssen ja die Hersteller, wir dürfen ja für unser Produkt erwerben. Und wir haben nichts Vulgäres drauf, es wird eigentlich nur Spaß damit verkauft. Und dass die Leute halt ein bisschen Freude haben. Bei einem Plakat hält sich die Freude bei einer gewissen Personengruppe allerdings in Grenzen. Die Glüffig, da hat man einen Spruch drauf, warme Brüder. Ja, warme Brüder halt. Und da haben sich dann in Internetforen teilweise Homosexuelle, also die haben sich da einen Streit geliefert, ob das jetzt okay ist, dass man sowas macht oder ob das Beleidigung ist für die Homosexuelle. Wir haben es gar nicht so gesehen, weil wir haben dann sowas gar nicht gedacht. Wir wollen wissen, was die Bevölkerung von den Plakaten hält und fragen in der Ulmer Innenstadt nach. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht in der Stadt aufhängen, aber auf Veranstaltungen, denke ich, ist in Ordnung. Ja, nicht so toll, muss ich echt sagen, ja, als Reklame. Okay, was stört Sie dran? Also, ist ein bisschen ordinär, muss ich sagen. Ja. Ich sehe nichts. Ja. Das ist jetzt ja, die Situation sauber dargestellt, ohne irgendwas zu sehen. Perfekt. Ja. Nee, aufregend tut es mir jetzt nicht. Ich sag mal, okay, wer es haben will, soll es haben, aber tangiert mich jetzt nicht. Tja, so tolerant sind sie, die meisten Schwaben. Vielleicht kann sich daran ja die weltoffene Hauptstadt Berlin ein Beispiel nehmen. Ficken, ficken fürs Volk.